da ist es, mein, naja, nicht mehr ganz so neues, selbstgebautes Raumschiff, aber in der letzten Folge haben wir auch ein richtiges neues Raumschiff gekriegt, darf ich es kurz zeigen, und zwar haben wir den Mantis-Quest gemacht und da haben wir hier die Razor Leaf gekriegt, die auch, ja, die sieht knuffig aus, sagen wir mal so, ist aber mittlerweile, nachdem ich jetzt hier mein eigenes Schiff mit B-Teilen ausgestattet habe, gar nicht mehr so, ich sage jetzt mal so toll, aber ich hebe sie mal auf. Was mich persönlich interessieren würde, ob man diese Schiffe, ob man diese Schiffsteile dann quasi noch auswechseln kann. Ich glaube nicht. Also, dass ich hier was abbaue und das beim anderen Schiff ranbaue. Ich bin da noch nicht so ganz klar. Meins sieht viel besser aus, ne? Ist mir noch nicht so ganz klar, wenn ich hier Teile verkaufe. Ich gehe mal in den Bilder. Ich zeige euch das mal kurz, ja. Mal den Bilder. So, ne, wo ist denn der Bilder? Ach, warte mal, da muss ich erstmal mit dem Typen reden. Moment, muss ich erstmal mit dem Typen hier reden. Wir machen heute natürlich auch noch was Sinnvolles, aber ich zeige euch kurz. Okay, no problem. No problem. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier reingehe, ja, in den Schiffsbilder. So, und jetzt sehen wir ja hier Gesamt 0 Dollar, ne? So, also würde mich das kosten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hingehe und sage, das ist weg. Ah, dann kriege ich tatsächlich was zurück, aber lächerlich wenig, 191. Deswegen Mod abbrechen, sag ich so. Also man kann tatsächlich Sachen verkaufen, aber das ist, das lohnt sich nicht. Also im Verhältnis zu dem, was sie vorher gekostet haben. Jetzt frage ich mich, man müsste so ein Lager aus Schiffsteilen haben, wo man sich dann neue Sachen zusammenbauen kann. Ne? Aber sei es drum, wir sind jetzt erstmal hier wieder unterwegs. Und ich würde sagen, welchen Quest wollen wir denn mal machen? Eine Aktivität? Nö. Wir hätten hier nochmal eine neue Verzerrung. Noch eine neue Verzerrung. Was haben wir denn hier? Den Ast von dem einen Baum da befassen. Da die Simcoe-Geschichte. Weiß ich nicht, ob ich da so heiß drauf bin. Hier, das können wir mal machen hier. Eine Aquila City. Wobei Aquila, da sollen wir auch den Ast besorgen. Komm, wir machen mal hier die Reise nach Aquila City. Und da, gehen wir dann mal hier für Region Industries ein bisschen hacken. Genau genommen falsche Sachen platzieren. Da muss ich erstmal nach vorne rennen hier. Durchs ganze Schiff joggen. So. Das heißt, nach Aquila City, und ich suche ja immer noch verzweifelt einen schönen Planeten, wo ich mich drauf trapieren kann. Komm, ist schon ein schönes Schiff. Bisschen lang, aber hey. Red Apogee. Surrounded by stars. Vastness of space. Wollte nur mal ausprobieren. So, was wir jetzt machen ist, wir gucken mal, wo müssen wir denn hin? Aquila City haben wir gesagt, ne? Aquila City, und Aquila City ist wo da? Nach Cheyenne müssen wir, Cheyenne Mountain, alles klar. Ja, Cheyenne, einmal springen bitte. Da fehlt ein Blip in den Schilden, das geht so gar nicht. Ja, ja, ich halt schon an. So, was? Ne, ich guck erstmal, ob es hier in dem System ein interessantes, Killer City können wir mal scannen. Da haben wir Aluminium, Nickel, Argon. Da könnte man natürlich mal hier. Okay. Guck mal, was wir hier noch so haben. Kodos ist der Mond von dem Ding. So, können wir auch mal scannen. Wieso scannen nicht möglich? Kurs festlegen nach Kodos. Ja, komm, wir fliegen mal kurz nach Kodos. Ich will den mal scannen.
Ach, so schlimm sieht's gar nicht aus, muss man sagen. Was ist das für ein Trümmerhaufen hier? So, jetzt können wir scannen, glaube ich, ne? So, wir haben hier Aluminium. Hier, guck mal, hier haben wir Aluminium, Eisen und auch noch andere Sachen. Hier könnten wir uns mal. Eisen ist rot, Aluminium ist dieses komische Grün. Jetzt ist die Frage. Hier zum Beispiel, ne? Also an der Stelle, wo wir hier quasi, wo wir hier diese Doppel. Da haben wir so vielleicht sogar drei, da haben wir vielleicht sogar Chlor. Chlor. Noch mehr Chlor. Was ist das hier? Wasser. Eisen. Alkane. Aber ich suche ja eigentlich. Also Eisen eigentlich nicht. Eigentlich Aluminium. Wo ist denn hier Aluminium? Beryllium. Beryllium. Also das hier wäre schon mal super was für. Guck mal, was ist denn das für ein interessantes Ding hier? Gar nichts. Okay. Aluminium hätte ich gerne. Kann nicht so schwer sein. Beryllium. Da ist Aluminium. So, wir haben Aluminium. Aluminium. Schwer auseinanderzuhalten, welche Farbe hier Aluminium ist und welche nicht. So, da haben wir Beryllium und Aluminium. Beryllium und Aluminium. Also das wäre eigentlich mal eine schöne Ecke für so eine. Für so eine Lage, oder? Was sagt ihr dazu? Chlor, Wasser, Alkane, Eisen. Ich meine, Eisen haben wir ja. Wir brauchen eigentlich Eisen, können wir uns von der ersten Raumbasis ranschaffen. Warte mal, Chlor. Chlor. Was ich nicht alle, was es hier nicht alles gibt. Beryllium, Beryllium, Chlor, Wasser. Warte mal, wenn ich jetzt hier drauf gehe, auf Aluminium. Nee, da wollte ich jetzt gar nicht. Hier Nasenbären. Schau. So, jetzt hier Aluminium. Überlege, wo wir uns da am besten. Bin mir leider auch. Mir ist auch leider unklar, was denn halt hier. Das hier ist Wasser, ne? Ja. Also es sollte auf jeden Fall Aluminium da sein. Wir gucken mal, ob wir außer Aluminium was finden, wo wir außer Aluminium hier haben. Einmal zum Beispiel. Beryllium, Beryllium. Und wo war jetzt da? Da war das Aluminium. Also hier vielleicht, in so einer Ecke, wo wir Beryllium und Aluminium finden. Und da können wir das Eisen hintransportieren lassen. Und vielleicht so Wasser an so einer Ecke finden. Ne? So, ich fliege mal hier hin. Da haben wir nämlich Aluminium. Dann haben wir hier. Beryllium und dann haben wir da Wasser, also vielleicht mal da so. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht eine schöne Basis aufbauen können. Guck mal, das sieht doch mal hübsch aus. Auf dem Mond von Aquila City. Wollte ich eigentlich was ganz anderes. Eigentlich wollte ich mich hier gar nicht niederlassen, aber jetzt haben wir hier nur gerade mal zufällig was Schönes gefunden. So, und deswegen machen wir das jetzt einfach auch. Every world with living things is a treasure. Ja, ja, wir müssen mal gucken. Also hier hätten wir zum Beispiel nix. Ist das hier? Da ist doch irgendwas, oder? Ich bin verwirrt. Klar, komm mit, wir gucken erstmal hier, was wir hier so finden. Ist das nicht was, das Rote hier? Nee, das scheint irgendwas anderes zu sein. Warte mal, da haben wir Beryllium.
Was ist das hier? Hier kohlt was vor sich hin, alles cool. Ich glaube, ich bin immer noch hoffnungslos überladen, das müssen wir gleich mal ändern. So, wir haben hier Beryllium. Hier können wir mal scannen, so. Mit. Ich suche jetzt halt irgendwas, wo wir halt diese Überlagerung haben. Warte mal, hier haben wir... Ne, was ist das? Achso, das ist einfach nur eine... Ja, irgendwas kam da gerade. Schwierig zu sagen. Aber wir scannen erstmal wild in der Gegend rum. Ja, ich muss definitiv. Ich muss definitiv ein paar Sachen auslagern. Das ist Wasser. Gern mal noch ein bisschen. Also das wäre halt schön. Aber Aluminium muss ja auf jeden Fall dabei sein. What does your scanner reveal? Mein Scanner revealed gar nichts. Was ist das da hinten? Keine Ahnung. Na komm, wir gehen mal ganz kurz zurück zum Schiff und geben wir da mal ganz kurz ein paar Sachen ab. So. Altes wollte ich gar nicht. Eisen. Jo, nehmen wir. Beryllium. Auch mit. Geh gleich mal in die andere Richtung. Da ist Aluminium, aber ich will so einen Bodenvorkommen haben. Hier nochmal lang. Aber kein Bodenaluminiumvorkommen. Wie blöd ist das denn? Ja, Beryllium ist hier. Aber ich hätte gerne Beryllium und noch was anderes. Also Aluminium. Mindestens Aluminium, weil Aluminium soll wichtig sein. I think you may be trying to take a little too much on. Ja, ich weiß, ich muss hier Later. Sachen. Ich muss hier Sachen abliefern. Komm, wir liefern erstmal was beim Schiff ab. Wie dicht muss ich da ran? So, Schiff, Frachtraum, Inventar. So, da haben wir nämlich hier tonnenweise Sachen, die ich ehrlich gesagt nicht mitnehmen möchte. Die Tiefenminen packen wir mal weg. Das packen wir auch mal weg. Die Mantis lasse ich mal da, weil... Wie viel bin ich in... Ah, guck mal, 207. Ich bin völlig überladen. Halt, warte mal, da war noch was. So, werfbare Gegenstände, Munition, Hilfe, Notizen brauchen wir nicht, Ressourcen, die können auch alle ins Schiff
Gut, haben wir jetzt 142, schon besser. Kann man noch irgendwas Sonstiges? Was haben wir da? Das sind diese komischen Dateien. Dietriche, Notizen, Hilfe. Hier die Waffen brauchen wir auch nicht alle. Hier die Orion weg. Wat Basabi? Ne, was ist das? Ach, das ist ein Schwert. Brauchen wir nicht. Antipersonen-Coachman, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Bestimmt lustig, aber brauchen wir gerade nicht. So, jetzt haben wir 113. Das ist immer noch eine ganze Menge. Aber Anzüge 2, komm, die packen wir auch mal weg hier. Jetzt haben wir noch 97. Werfbare Items. Da habe ich natürlich eine Menge eingesammelt. Bei Hilfe auch. Okay, lassen wir erstmal so. Ich will... Ich will Aluminium finden. Teufel nochmal. So, hätten wir erforscht. Vielleicht müssen wir aber auch nochmal woanders landen. Hier ist schon wieder Beryllium. Ich hoffe, das tut einem nichts. Komm mal her, hier. Will ich scannen. Sieht aber fies aus. Die Physiognomie ist böse. Kann man sagen. Wenn ich mal einen Song zitieren darf. So, komm mal her, mein gutes da. Schön scannen, die kleinen Racker. War Aluminium. Warte mal. Das ist Aluminium hier. Okay. Das ist Aluminium. Das ist schon mal ganz nice. Aluminium, Aluminium. Jetzt, ob wir hier noch was anderes haben außer Aluminium. Das wäre halt die coole Sache. Also, warte mal. Hier ist Aluminium. Ah, ich müsste mal hier einen Wegpunkt setzen können. Also noch mehr von den Viechern. Ich gehe die mal ganz kurz nochmal scannen. Platz da. Ich muss euch scannen. So. Da hinten war Aluminium irgendwo. Da. Ja, das ist Aluminium. Jetzt ist der Witz. Wo? Da ist mein Raumschiff. Jetzt gehen wir mal in die Richtung noch ein bisschen. Level 16, juhu! Nichtsdestotrotz. Machen wir nochmal Beryllium. Da ist schon wieder Aluminium. Okay, das ist Aluminium. Aber ich will nicht nur Aluminium. Ich will mindestens noch eine andere haben. Oh, das ist alles im Aluminium hier, ne? Guck mal, Aluminium, Aluminium, Aluminium. Okay, hier hört das Aluminium auf. Ich meine, man braucht ja ehrlich gesagt auch gar keine... Man muss ja eigentlich gar keine Basis haben, wo alles vorhanden ist. Man kann ja ehrlich gesagt auch... Man kann ja auch hier sagen, okay, ich baue mir das hier hin und lass mir den Rest hier von...
von einer anderen Basis anschaffen. Könnte man machen, oder? Komm, das probieren wir jetzt mal. Gehen wir hier noch ein Stück in die Richtung und gucken, ob ich noch was anderes außer Aluminium finde. Das Vorkommen ist so schön groß hier. Das ist Aluminium. Das ist noch mehr Aluminium. Tonnenweise Aluminium. Gehen wir auch noch mal kurz scannen hier. Warte mal, irgendwas Böses ist da. Tag, haben wir auch gescannt, sehr schön. Da ist nur Aluminium, ich sehe überall Aluminium. Was ist das? Ja, auch nichts. Noch mehr Aluminium. Herrschaftszeiten. Hab so den Verdacht, ich bin hier ins Aluminiumgebiet gelatscht. Mehr Aluminium. Also ich würde mal behaupten, an dem Grenzgebiet hier, da vielleicht. Hier ist das Wasser. Ich meine, ist ein schöner Planet. Komm, den nehmen wir. Irgendwas. Mal hier nochmal ein bisschen umgucken. Es muss schon ein schöner Ort sein. War das gerade? Nee, das ist nur, keine Ahnung, Silber oder sowas. Da müsste man dann... Ah, das kann man auch nochmal mitnehmen. Da ist noch was. Komm, pfeift der Hund drauf. Fliegt zurück in das Aluminiumgebiet. Das müsste hier irgendwo sein. Doch, eigentlich schon. Warte mal. Ja, da habe ich mich wieder mit irgendwas vergiftet. Finde ich das Gebiet nicht mehr wieder, wo es das ganze Aluminium gab. Super. Hoppala. Doch hier. Okay. So, hier haben wir das Aluminium. Dann bauen wir hier eine Basis. Hier ist mein Sommersitz. So. Pass auf.
Wie war das? R? Mein Gott, erschreck mich doch nicht so. So, was kostet das Ausbruch? Mit einem Scanbooster erhöhst du Reichweite deines Scanners und deinen Ausbrüsten. Darum versuch's doch mal. Okay, machen wir. Extraktor Wasserdampf, Extraktor Wasser, Extraktor Aluminium. Ja, das kann man machen. Jetzt ist die Frage, wo ist Aluminium hier? Hier ist, warte mal, hier ist Aluminium und wo hört's auf? Keine Ahnung. Warte mal, wir bauen erstmal einen Scan-Booster. Warte mal, wie ging das? Scan-Booster. Was kostet mich der Spaß? 4 Aluminium, 2 Beryllium, 3 Kupfer, haben wir alles. Hoppala. Ist das ein Scan-Booster? Sieht komisch aus. Ist aber, glaube ich, einer. Drehen, Ansicht umschalten, Variation. Wie macht man die? Ortung aufheben, keine Ahnung. Wie baut man das nach oben? Ich will das nach oben bauen. In der Nähe eines Angels ist die Reichweite deines Scanners stark erhöht. So, da haben wir einen Scan-Booster. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich hier Anzeigen, Dekoration, Möbel, Roboter, Verteidigung, Herstellung, Gebäude. Ne, ich brauche eine Lager, Energie brauchen wir, Solar-Array. So, pass auf hier, Solar-Array. 1, 2, 3, 4. So. So, angeblich ist mein Scanner jetzt weit erhöht, ist das so? Keine Ahnung, ob das hier weit erhöht ist. Also auf jeden Fall überall Aluminium. So, jetzt bauen wir mal ein paar, paar Aluminium-Extraktoren. Und zwar, genau, Extraktor Aluminium, Extraktor Wasser brauchen wir nicht. Moment mal, Wasser kann ich hier auch extrahieren? Okay, interessant. Bauen Ressourcen, sobald es voll ist, hört er auf zu produzieren. Ja, das wissen wir. So, jetzt bauen wir hier auch noch einen hin. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kommt. Warte mal, jetzt bauen wir. Jetzt wollen wir das Eisen hier hinschaffen. Jetzt möchte ich mal gucken, wie das funktioniert. Auftragsbörse, Kopfgeld brauchen wir nicht. Dafür brauchen wir Gebäude. Bilder, einfacher Fabrikator, Gewächshaus, was zum Henker, Transferbehälter, wo sind denn, ich suche, da, Frachtlink, was kostet mich das, Aluminium, was ich nicht habe, aber ich baue ja zum Glück gerade Aluminium hier ab, insofern habe ich die Dinger hingestellt, da steht einer. Hier für ein Gasleck. So, Aluminium. Ein Aluminium habe ich bis jetzt geerntet. Das ist ja toll. Drei Aluminium oder noch eins. Zack. So. Moment. Jetzt können wir jetzt schon dieses Scan Booster Frachtlink. Kostet mir noch ein Aluminium, brauchen wir noch. Was ist denn ein Frachtlink-Intersystem? Errichte die in zwei verschiedene Außenposten und verbinde sie, um Güter zwischen ihnen zu befördern. Und was ist das? Wo ist der Unterschied zwischen dem und dem? Wir wissen es nicht. So, jetzt haben wir aber hier genug Eisen, oder? Ne, haben wir nicht.
So, aber jetzt mal die Frage. Wo ist der Unterschied zwischen dem Frachtlink und dem Frachtlink-Intersystem? Das ist immer ein Frachtlink und der Frachtlink-Intersystem. Moment. Ermöglicht Systeme zu verbinden. Und das hier? Ach, im gleichen System. Sie fix nochmal. Okay, verstehe das Problem. Ah, ja. Okay, wir brauchen ja ein Intersystem. Ein Intersystem, okay, weil wir müssen ja... So, das ist das. Warte mal, das drehen wir mal. So. So, hier hin. Zack. Und da soll ja dann im Prinzip. Wo habe ich das jetzt hingebaut? Da soll ja dann im Prinzip das Zeug aus der anderen Station landen, ne? Zumindest geht hier die Leiter rauf, das ist ja schon mal ganz gut. Was ist das da? Der Treibstofftank, ne? Funktioniert das? Keine Ahnung. So, da hinten, da müsste das Ding sein. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, wir haben ja jetzt ausgehende Ressourcen, Kodos Außenposten. Verfügbare Außenposten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der andere kein Interlink-System hat, benötigte Baumaterialien, ausgehende Ressourcen. Okay, das werden wir dann ausgehend und das ist dann eingehend, richtig? Ja. Und wir brauchen in dem anderen Ding auch noch so ein Teil. Und das alles... Eieiei, okay. Ausgehende benötigte Baumaterialien, verfügbare Außenposten, okay. So, wir lassen den mal kurz hier, wo er ist. Fliegen mit unserem Raumschiff, warte mal, das können wir hier per Schnellreise machen. Fliegen mit unserem Raumschiff zu unserem anderen Außenposten zurück. Bauen da ein Intersystem. Ein Intersystem-Frachtlink und dann gucken wir mal, ob wir hier das Eisen hier schaffen. Seht ihr, und so schnell passiert das. Wir wollten eigentlich eine Mission machen. Und uneigentlich sind wir jetzt dabei hängen geblieben, dass wir jetzt anfangen. Irgendwelche interplanetaren Reisen zu. Anzugehen, Alpha Centauri. So, warte mal. Da ist mein. So, das heißt, hier bauen wir mal den Interlink weg und machen den Interlink-System, bauen wir dahin. Warte mal. Where the fuck am I? Da ist das. Das bauen wir ab. So, pass auf, das bauen wir ab hier. Vorher nehmen wir aber bitte das Zeug hier raus. Das wäre sonst blöd. Nein. So, raus da. Ja, da ist ja nichts drin. So, pass auf, jetzt bauen wir das ab. Da steht mein Schiff, das sieht sehr schön aus. So, das hier möchte ich, warte mal, wie ging das hier? Löschen. R. Ich sagte R. So, jetzt haben wir das gelöscht. Sehr schön. Und jetzt bauen wir Frachtlink Intersystem. Jawohl. Wo ist das Ding? Da.
So, warte mal, da ist mein... So, jetzt ist das Frachtlink-Intersystem da. Jetzt müssen wir nur noch diese Dinger da verbinden. Komische Bohrteile. Wo sind die denn? Da hinten ist einer. Super, dass ich das hier... Warte mal. F, R. So, so, warte mal. Ausgabelink erstellen. Ausgabelink. So. Und genauso der da. Ausgabelink erstellen. Ausgabelink. Na. So. Jetzt haben wir da einen Ausgabelink. Würde ich mal sagen, oder? Da können wir eigentlich schon mal Eisen reintun, ja? Können wir schon mal Eisen rein... Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Eisen reintun, Transfer. So. Blip, aus dem Inventar. Und zwar Ressourcen. Und zwar, wo ist das Eisen? Habe ich nicht. Da. Alles. Zack. So. Ist da das ganze Eisen drin, ne? Und jetzt müssen wir die doch irgendwie verbinden können. Aha! So, dahin wollen wir. Ausgehende Ressource. Ja, Frachtlinks. Ja, natürlich. Dahin. Verbindung wirklich herstellen. Aktuelle Verbindung? Keine. Neue Verbindung gehört auch. Ja. Aha. Quite interesting. Wir gucken mal kurz, wie viel drin sind. Es sind 500 Tonnen drin. Das scheint das Maximum. Ich geh mal den gucken. Sehr gut. So, jetzt beladet das Ding. Keine Ahnung, wie lange das dauert, das Ding zu beladen. Aber ich bin gespannt. Have a look. Ist aber immer noch alles voll. Gleich werde ich hier weggegast. Ich gehe mal kurz ein Stück zur Seite. Starten Sie jetzt. Up, up and away. Achtlink Intersystem. Theoretisch. Frachtschiff 0 von 500. Es kann 500 aufnehmen. Flieg jetzt. Was muss ich machen? Ich hoffe, das fliegt irgendwann los. Verbindung entfernen. Nee, Verbindung ist ja da. Es wird eine Weile dauern, nehme ich stark an. Up, up and away. Aber ist schon mal cool, dass sowas funktioniert. Also wir können jetzt Eisen von hier aus theoretisch. Was müssen wir denn da rein? Müssen wir hier eigentlich noch was reinwuchten? Oder bin mir da nicht sicher? Nein. Frachtlink-Inertsystem. Was ist denn? Was ist denn aktivieren? Was heißt denn hier aktivieren? Sieht mir aus wie der Treibstofftank, aber andererseits ist es nicht der Treibstofftank. Wie lange braucht das, bis das Ding beladen ist? Wahrscheinlich. Okay, wie das Ding startet, seht ihr beim nächsten Mal. Oder auch nicht. Wir sehen uns wieder. In der nächsten Aufnahme. Bis dann, euer Mr. Fleck. Tschüssi.